Dann, hier unten können wir nicht weiter. Da links können wir auch nicht weiter. Ja, wir müssen eigentlich in Norfair jetzt was machen. Weil Meridia können wir noch nicht betreten. Wir könnten in Meridia... Lasst mich kurz überlegen. Es könnte in Meridia möglich sein, jetzt schon den Spring Ball mitzunehmen. Nee, dafür braucht man den Gravity Suit eigentlich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das kann eigentlich nicht sein. Also dafür braucht man den Gravity Suit ziemlich sicher, um da an den Spring Ball ranzukommen. Dementsprechend sehe ich das auch nicht mehr als Möglichkeit an. Und dann dürfte es eigentlich nur noch möglich sein, dass man hier in Norfair, ins untere Norfair dann geht und sich das Golden Torizo Item holt. Mit einem Green Gate Glitch. Aber das ist schon relativ weit. Also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht was falsch mache. Es kann natürlich auch sein, dass ich hier nach unten komme. Mit den Powerbomben zu Crocomire. Könnte das eventuell stimmen? Oh ja, das kann gut sein. Dass ich da gefailt habe. Dass wir jetzt hier links zu dem Crocomire Item kommen. Ne, hier kommt man ja gar nicht nach links. Ich habe nichts gesagt. Dass man... Ne, okay, der Raum. Interessant. Ne, ich glaube, wir kommen hier nur zum Ridley-Eingang. Wenn überhaupt. Ja, hier ist der Ridley-Eingang. Okay. Genau, und hier links komme ich nicht durch, weil ich kein Wavebeam habe. Genau. Das heißt, es ist uns tatsächlich unmöglich, jetzt zu Crocomire zu kommen. Das ist ja echt faszinierend. Damit hätte ich nicht gerechnet. So, ich setze an der Stelle nochmal ein Safe State, weil jetzt eine etwas größere Tortur beginnen könnte. Denn jetzt wird es uns hoffentlich möglich sein. Na, so auf jeden Fall nicht. So auf jeden Fall auch nicht. So auf jeden Fall auch nicht. Mit einem Walljump hier hochzugehen. Das ist nicht ohne. Okay. Muss man auch das Timing irgendwie abpassen? Ah, Mist, das wäre es beinahe gewesen. So. Jetzt hier hinten. Ach, komm, das hätte doch mal funktionieren können. Ja, ihr seht, das kann schon ganz schön auf die Leben gehen, wenn man die ganze Zeit unter der Lava hantieren muss. Aber das kann funktionieren, hier hinzukommen. Ja, okay, wunderbar. Sollen wir jetzt mit der Anzahl an Energie weitermachen? Ich meine, wir haben die Screw Attack. Eigentlich könnten wir es machen. Ich gehe jetzt mal speichern und habe den Safe State wenigstens nicht ausgenutzt. Dann habe ich es ohne Safe States geschafft. Ist in Ordnung. So, und jetzt würde ich sagen, mit dem Green Gate Glitch ab zum guten Golden Torizo. Beziehungsweise, ja, wir müssen den Golden Torizo nicht mal besiegen. Wir kommen auch so an sein Item ran. Aber das ist schon faszinierend, dass der Randomizer so weit geht. Ich habe noch nie gesehen, dass man in diesem Randomizer wirklich einen Green Gate Glitch machen musste. Aber ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo es nicht mehr anders möglich ist. Was auf der anderen Seite aber wiederum nur heißt, dass wir... Ja, wir müssten eigentlich den Speed Booster hier unten bekommen. Ich sehe sonst keine Möglichkeit. Es muss eigentlich der Speed Booster sein. Tatsächlich, das ist krass, aber ich sehe wirklich keine andere Möglichkeit. Also wenn hier nicht der Speed Booster ist, dann sehe ich schwarz, wenn hier irgendwie so ein dämlicher Reservetank ist, oder? Aber das will ich nicht. Nein. Kein. Ja, es ist auch nett, dass die Gegner einem hier Super Missiles geben. Brauche ich unbedingt. Energie ist nebensächlich. Aber ich habe ja zum Glück noch irgendwie 13 Energie in meinem Reservetank. Das wird definitiv ausreichen. Was hat mich da jetzt verletzt? Was? Was? Moment. Nein. Wieso? Ich bin verwirrt. Meridia. Kann man irgendein Item in Meridia schon mitnehmen? Kann ich zu dem Springball-Punkt vielleicht? Das wäre eine Möglichkeit. Ich werde es mal ausprobieren. Ich meine, uns bleibt jetzt sowieso nicht mehr viele Möglichkeiten außer ausprobieren. So, hier müssen wir jetzt tatsächlich auch wieder mit einem endlosen Bombenjump hoch. Ich könnte jetzt auch den Safe State laden, aber da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, weil der Randomizer ist eigentlich so einfach, dass ich sagen würde, man kann das auch ohne Safe States machen und ja. Bei der Ansicht möchte ich doch eigentlich auch bleiben. Und wenn ich jetzt die Safe States hier benutze, um einfach mich wieder zurück zu teleportieren, wäre das schon ein bisschen unnötig.
Und ich meine, so haben wir einen Reserve-Tank genommen, ne? Das ist ja auch nicht schlecht. Und wir haben die Energie wieder aufgefrischt. Und ich habe euch den Green Gate-Glitch gezeigt. Das habe ich jetzt gar nicht kommentiert, weil es für mich irgendwie so selbstverständlich war, dass es schnell geklappt hat. Ich weiß auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich eine Deckenhöhe bei dem anderen liegt. Wobei, hier haben wir auch eine etwas höhere Decke. Also, vielleicht klappt es auch einfach von der Seite her nicht. Es kann sein, dass ich zu doof bin, um die Seite richtig zu treffen. Ja, aber hier bringt es uns jetzt tatsächlich nichts weiter zu machen. Also, wir könnten jetzt hier zwar auch Ridley besiegen, aber dadurch, dass uns der Space Jump fehlt, kommen wir auch nicht an alle Items ran. Und so richtig befriedigend ist das dann für mich auch nicht, wenn ich hier jetzt einfach schnell durchgehe, schnell wieder nach oben und... Ja, keine Ahnung, ist komisch. Ich hätte jetzt zwar schon den Abkürzungsweg nehmen können, aber den müssen wir früher oder später sowieso nehmen. Und die Items, die es da gibt, finde ich jetzt auch nicht so notwendig, die mitzunehmen. Aber irgendwas... Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas fehlt. Bin ich mir sicher, dass ich mehr als drei Waffen habe, die... Nee, also ich habe genau drei Waffen, die mir fehlen. So viel steht fest. Ja, irgendwie bin ich gerade zu doof, um hier hochzukommen. So kann man die gesamte erwirtschaftete Energie auch wieder weggeben. Aber zumindest ist der Rückweg angenehm. So viel muss man sagen. Das haben sie extra so eingebaut, falls Leute auf die dumme Idee kommen, da vorher schon reingehen zu wollen. Kann ich den Green Gate Glitcher am normalen Tor machen? Das könnte ja auch möglich sein. Es sieht eher nicht danach aus. Weil ich könnte schwören, dass es schon ein paar Mal geklappt hätte. Ich probiere es jetzt einfach mal nicht weiter. Was haben wir denn hier rechts? Um einfach nochmal ein bisschen die Räume zu durchwursteln. Das muss ja nicht unbedingt verkehrt sein. Hier haben wir jetzt den großen Rundweg in Norfair. Ja, ich könnte schwören, dass man einen Speedbooster braucht für Suitless Meridia. Oder ich bin einfach zu doof gesprungen eben. Aber eigentlich, der Speedbooster ermöglicht einem ja auch, wenn man möglichst, also wenn man sehr schnell ist, höher zu springen. Und das ist der Punkt oder der Aspekt, den man für Suitless Meridia auch braucht, weil der Eintritt ist eigentlich das Wichtigste. Also im Eintritt von Suitless Meridia, das was ich eben probiert habe, dieser eine Sprung, da braucht man eigentlich die meisten Items für. Und alles andere ist irgendwie so nette Dreingabe, da braucht man nur noch den Grapple Beam. Alle anderen Items sind dann irrelevant. Also man braucht den High Jump für den Eintritt, man braucht, also nicht für den Einsprung, aber für die kurze Zeit danach braucht man den High Jump. Und für den Eintritt braucht man den Speed Booster, würde ich so sagen. Ja. Und genau, uns fehlen die drei Beams. Uns fehlt der Gravity Suit. Uns fehlt der Space Jump. Uns fehlt der Speed Booster. Fehlt uns sonst noch irgendwas? Eigentlich würde ich sagen, nein. Und sechs Itempunkte habe ich auch schon festgemacht. Kann ich irgendein Item aus Meridia früher bekommen? Den Plasma Beam auf jeden Fall nicht. Lasst mich nicht lügen. Nee, dafür muss ich ja Dragon besiegt haben, um an den ranzukommen. Das funktioniert nicht. Also die Plasma Beam Location quasi. Die Location für den Space Jump muss ich auch Dragon für besiegen. Klappt auch nicht. Die Location für den Spring Ball, da bin ich mir aktuell unsicher. Da würde ich vielleicht nochmal nachgucken wollen. Und was hier unten abgeht, gucke ich jetzt einfach auch nochmal. Ne, das hier auf jeden Fall nicht. Hier wird es nichts geben. Aber was, ob ich im unteren Teil von Norfair irgendwas reißen kann. Ich meine, wie gesagt, der Green Gate Glitch wäre immer noch eine Möglichkeit, wenn ich denn... lieber mal hier den Mockball machen direkt. Wenn ich denn die Möglichkeit habe, den Green Gate Glitch an der einen Stelle durchzuführen, dann bietet mir das auf jeden Fall die Möglichkeit, zu Crocomire zu kommen. Und dann könnte das Item auch bei Crocomire sein. So viel kann gegeben sein. Ansonsten... Ja, was war das vierte Item? Der Reserve Tank in Meridia. Dafür muss ich aber auch sehr weit vordringen. Also,
Sind alles jetzt nicht so die Riesenoptionen? Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ja, cool. Toll, 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 toll. So macht man das auf jeden Fall nicht. So macht man das. Ja. Und jetzt müssten wir eigentlich zu einem Punkt kommen, wo der Speedbooster uns den Weg verweigert. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich habe den Speedbooster meistens nie so spät gefunden. Das ist für mich jetzt irgendwie auch eine Premiere. Also ich hoffe, euch langweilt das jetzt nicht, aber es wäre wünschenswert. Aber ich meine, hier kommt man nicht weiter. Oder? Hier. Oder kann ich hier mich drüber schlängeln? Ich kann mich hier drüber schlängeln? Wirklich? Hier hinten immer noch? Ne, hier nicht mehr, oder? Ja, okay, hier geht's nicht mehr. Gut, zumindest hatte ich recht. Hier kann man sich eigentlich auch nicht drüber schlängeln. Also, hier kann man sich drüber schlängeln, aber es ist nicht so vorgesehen. Tja, das ist eine ernüchternde Tatsache. Also, die einzige Möglichkeit ist jetzt der Green Gate Glitch, würde ich sagen. Ich werde eventuell jetzt nochmal offscreen den Green Gate Glitch ein wenig rumprobieren, ob ich ihn schaffe an der Stelle. Wenn nicht, dann müssen wir damit leben und ich muss irgendwie nachschauen, ob ich was anderes noch finde. Aber in Meridia, gut, naja, gut, ich könnte auch nochmal nach Meridia gehen und gucken, ob der Springball erreichbar ist. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich, ziemlich sicher. Wieso Crumble jump ich hier eigentlich? Das ist vollkommen schwachsinnig. Früher mochte ich das, deshalb habe ich das immer gerne gemacht, aber mittlerweile weiß man doch, dass die Crumble Jumps etwas unzuverlässiger sind als die Wall Jumps an den Stellen. Ja, also wie gesagt, ich probiere jetzt vielleicht nochmal offscreen den Green Gate Glitch ein bisschen. Wenn ich ihn schaffen sollte, dann rufe ich euch dazu. Wobei ich kann jetzt einmal auch noch onscreen probieren, ihn durchzuführen. Ansonsten sehe ich hier tatsächlich keine Möglichkeit. Interessanterweise. Also schon krass, hätte ich nicht vermutet, dass wir zu so einem Ergebnis mal kommen. Es kann auch sein, dass man einen unlösbaren Randomizer mal kriegt. Das würde ich aber eher, ehrlich gesagt, ausschließen. Weil das wäre, also ich weiß nicht, das traue ich ihm einfach mal nicht zu. Ja, es kann, also es gibt natürlich, also es kann schon sein, dass es Fehler gibt, die man nie entdecken kann und dass man solche Fehler dann jetzt einmal bemerkt. Aber irgendwie, also eigentlich müsste die Höhe passen, wenn ich das so sehe hier. Eigentlich müsste die Höhe passen. Ich meine, es war auch nicht anders bei dem Fight gegen, ach Quatsch, beim Golden Horizon. Und das habe ich direkt geschafft aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung warum. Oder ist es wirklich hier ein Pixel, was einen dann davon abhält, das zu schaffen? Ist auch komisch. Weil diesen Green Gate Glitch habe ich ehrlich gesagt noch nie gebraucht. Also, ich weiß nicht, der ist ziemlich selten. Ja, ich werde gleich nochmal mit der Muni ein bisschen rumprobieren. Wir sehen uns dann gleich wieder, falls ich was geschafft habe. Wenn nicht, dann probiere ich nochmal was anderes. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe keine Ahnung, warum es nicht funktioniert hat, aber ich habe den Green Gate Glitch auf der linken Seite nicht hinbekommen. Ich kann jetzt aber nochmal versuchen zu erklären, was ich mir überlegt habe. Also, wir müssen ja in den linken unteren Bereich von dieser Karte. Dazu müssen wir auf jeden Fall in den Bereich, den ich jetzt in der Mitte zentriert habe, diesen langen, schmalen Gang nach unten, der so drei Blöcke weit ist, wo der Speicherraum rechts dran hängt. Da müssen wir rein. Und da können wir entweder rein, indem wir von links aus dem Raum reingehen. Das war dieser Green Gate Glitch, den ich nicht hinbekommen habe. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit hier von rechts. Dafür braucht man eigentlich den Wave Beam. Dann gibt es die Möglichkeit, aus dem Ridley-Abschnitt dahin zu kommen. Dafür braucht man auch eigentlich den Wave Beam. Und dann gibt es noch die letzte Möglichkeit, die für das Spiel eigentlich vorsieht, ist, wenn man hier links oben rum dann diesen Gang geht mit dem Speed Booster. Ich habe jetzt rausgefunden, dass man diese normalen Türen auch Green Gate glitchen kann. Ich habe diese Tür hier habe ich Green Gate glitcht, das funktioniert. Wobei es kein Green Gate Glitch, sondern mehr ein Blue Gate Glitch dann war, aber gut. Es hat funktioniert. Ich will es gerne nochmal reproduzieren. Ich hoffe, ich hätte vielleicht den Save State nicht laden sollen. Ah, doch, wunderbar. Ja, okay, also dieser Green Gate Glitch funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich die Lösung war, die der Randomizer vorgesehen hat eigentlich. Ist natürlich immer schwierig zu sagen, was der Randomizer vorsieht, aber in dem Moment ist es die einzige Möglichkeit, die ich gesehen habe, hier reinzukommen. Ich habe keine Ahnung, warum der Green Gate Glitch oben nicht funktioniert hat.
Es kann sein, dass er nur von der einen Seite funktioniert, oder dass ich ihn nur von der einen Seite kann, oder dass oben der Block wirklich ein Pixel oder so weiter nach unten gezogen ist und der deshalb da nicht funktionieren kann. Das sind die Möglichkeiten. Ich habe keine Ahnung, was davon zutrifft. An der Stelle killen wir einfach mal Crocomire. Vielen Dank. Ja, zumindest haben wir jetzt wieder ein Potenzial weiterzukommen. Es tut mir leid, dass ich das offscreen machen musste, aber das war für mich jetzt tatsächlich auch mal eine Ersterfahrung, sag ich mal. Wir haben jetzt auch nur noch 9 Super Missiles. Aber wir haben jetzt zum Glück den Charge Beam. Vielen Dank dafür. Auch wenn der Charge Beam uns gegen Crocomire nicht so wahnsinnig weiterhilft, weil wir jetzt nicht irgendwie noch den Plasma Beam dazu haben, aber es hilft schon mal, um ihn ordentlich zurückzudrängen in den meisten Fällen. Und das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Er macht jetzt gerade auch nur noch die Vorwärtsschritte hier, habe ich das Gefühl. Er schießt gar nicht mehr ordentlich. Ja, Ja, gleich haben wir ihn. Auch wenn ich immer noch ein bisschen Angst habe mit gegen den Kampf gegen für den Kampf gegen ihn, weil er uns beim letzten Mal so zugesetzt hat. Aber gut, eigentlich. Man kann ihm auch mehrere Missiles reinhauen, dann fliegt er weiter zurück, wie ich gerade festgestellt habe. Das ist eine gute Variante. Damit kann man die Super Missiles quasi so ein bisschen ersetzen. Aber höchst interessant, dass ich jetzt an der Stelle sogar mal an meine Grenzen gekommen bin und mal keine Ahnung hatte, wie es weitergeht. Weil das passiert relativ selten in diesem Randomizer, muss ich sagen. Aber cool, dass es mal der Fall war. Hatte ich wieder ein bisschen was zum Knobeln. Sowas gefällt mir doch dann ganz gern. Ist zwar ein bisschen hinderlich jetzt fürs Let's Play gewesen. Ich hoffe, das hat euch nicht zu sehr gelangweilt gerade, aber ja, man muss eben damit rechnen, wenn man sowas spielt, was random generiert ist, dass man dann halt auch manchmal an seine Grenzen kommt, die man vorher noch nicht ausgetestet hat. Und da waren wir nun mal gerade eben. Ich hoffe, das ist trotzdem noch halbwegs in Ordnung. Jetzt wissen wir ja, wie es weitergeht. Zumindest hoffentlich. Also, ich kann immer nur noch sagen, wenn hier unten jetzt nicht der Speed Booster ist, dann habe ich wirklich ein Problem, weil uns fehlen jetzt nur noch sechs. Ne, Moment, es fehlen immer noch 6 Items. Uns fehlen immer noch 6 Items. Das heißt, ich habe irgendwo einen Item-Spot vergessen. Jetzt geht das wieder los. Es tut mir leid, aber ich muss es nochmal durchgehen. Also, in Meridia haben wir 4 Stück. In dem Rackchip haben wir einen. Aber und genau, und hier haben wir auch einen. Ja gut, okay. Nee, dann hab ich alles richtig gemacht. Keine Ahnung, warum ich dann eben den Ridley-Spot. Eben hatten wir 7 Items, die gefehlt haben. Und auch 7 Plätze. Und jetzt haben wir 6 Items und 6 Plätze. Das lässt sich gut an, sage ich mal. Das sollte so eigentlich funktionieren. Wieso bin ich jetzt hier ganz runtergegangen? Keine Ahnung. Wir sollten immer noch vielleicht ein paar Items mitnehmen, weil unsere Super Missile-Vorräte jetzt schon wenig im Keller sind durch die ganze Greengate-Glitcherei. Aber gut, immerhin habe ich es geschafft. Das erfreut mich dann auch selbst ein wenig. Keine Ahnung, also ihr könnt ja, falls ihr euch selber damit auch schon mal befasst habt, könnt ihr mir ja mal sagen, ob dieser Greengate-Glitch oben links überhaupt möglich ist. Oder ob dieser Blue Gate Glitch, den ich jetzt gemacht habe, quasi die einzige Option war, die wir gehabt haben. Ich könnte mir auch mal ein paar Super Missiles wiederholen. Ja, zumindest 6 Stück ist in Ordnung. Das so ein kleiner Basisvorrat schadet nicht. Ich denke, wenn wir bevor wir gegen Drain kämpfen, werden wir auf jeden Fall noch ein paar Super Missiles bekommen, hoffentlich. Es wäre vielleicht auch ganz nett, nochmal zum Schiff zu gehen zwischendurch. Aber ja, mal schauen, ob ich das mache. Vielleicht verlasse ich mich auch drauf, dass ich Dragon irgendwie so killen kann. Aber das ist. Ich meine, wir haben ultra viel Leben, aber wir haben scheiß Beams. Das muss man halt sehen. Und diese beiden Kombinationen sind nicht so toll zusammen, aber gut.